Guten Abend, ihr lieben Schwestern. Und einen Bruder haben wir unter uns, und zwar den Bruder von Angelika Link. Und zwar Angelika, die morgen Geburtstag hat. Und wir können sie einfach heute Abend schon anfangen zu feiern, weil wir feiern sie das ganze Jahr über. Angelika, vielen Dank, dass du immer da bist. Dein Bruder heißt Andreas, mehr weiß ich nicht. Herzlich willkommen, lieber Andreas, zur Geburtstagsfeier deiner Schwester. Genau, sehr schön, dass du da bist. Dann wollen wir heute Abend auch noch an den Geburtstag von Edeltraud Wick denken. Edeltraud, wo sitzt du? Edeltraud hat heute ihren 79. Geburtstag. Genial, Edeltraud, dass du mit uns feierst. Wir feiern gerne mit dir. Ich hoffe, du hattest heute einen richtig schönen Tag und du hast dir ein Lied gewünscht zu deinem Geburtstag. Amazing Grace kennen wir alle und wir singen den deutschen Text. Wer im grünen Liederbuch mitlesen möchte, die Nummer 65. Also irgendwie seid ihr alle sehr bewegt heute Abend. Ich hoffe, es geht euch trotzdem gut. Und wir können uns jetzt auch auf das Lied konzentrieren, um es für Edeltraud zu singen. Genau, Amazing Grace, die Gnade Gottes, wunderbar. Du hast errettet mich, für dich, Edeltraud. Ja, und nachdem wir Angelikas Bruder begrüßt haben und uns alle gegenseitig begrüßt haben, möchte ich natürlich auch gerne unsere Internetgemeinde begrüßen, die heute Abend mit uns verbunden ist. Und ich habe heute Nachmittag so gedacht, unser Herr ist doch einfach unglaublich wunderbar. Also so sehr wie natürlich diese blöde Corona-Krise uns auseinanderdividiert hat, hat sie uns doch auch zusammengeführt. Und gerade auch in unserer Gemeinde sind einige Geschwister dazugekommen, durch den Livestream, die das vorher gar nicht gekannt haben mit Lahö und irgendwann mal irgendein Wort eingegeben haben und gegoogelt haben und auf unserer Seite rausgekommen sind und jetzt bei uns angekommen sind. Und in dem Sinn denke ich, vielleicht sind auch heute Abend die einen oder der andere mit uns verbunden und hören miteinander einfach auf Gottes Wort, das, was Noah van Haften uns heute Abend auslegen wird. Wir haben ja heute in dieser Woche die Person des Jakobs, dieses Fersenhalters, der einen ganz besonderen Weg gegangen ist und der eigentlich über weite Strecken einen total eigenen Weg gegangen ist, der gesagt hat,
ja, Gott hat mir jetzt irgendwas versprochen, jetzt muss ich gucken, wie es auch dazu kommt. Und darüber eine ganze Menge Schuld auf sich geladen hat. Und ich weiß nicht, also ich kenne das von mir sehr gut, dass ich irgendwie denke, das wäre jetzt mein Recht, das wäre jetzt mein Weg, das muss ich jetzt tun, damit ich zu meinem Recht komme. Und dann ist der Jakob heute Abend in einer Geschichte angekommen, die ihm unglaubliche Angst beschert hat. Und das geht uns doch eigentlich allen ganz genauso, gell? Dass da, wo wir gedacht haben, wir müssen jetzt irgendwie uns um unser Recht kümmern, dann kommen wir manchmal in ganz ungute Situationen und ja, diese Situationen sind dann oft angstbelegt, weil wir eigentlich gar nicht so sehr sicher sind, ob das, was wir jetzt gemacht haben, das Richtige ist, auch wenn das Resultat eigentlich das ist, was uns versprochen ist. Und ich bin sehr gespannt, Noah, was du uns heute Abend dazu sagen wirst über Jakob, und ich hoffe, dass wir diesen inneren Weg einfach mitgehen können und dass wir uns vielleicht auch ein Stück verabschieden können von diesem ich kümmere mich um mein Recht, sondern zu sagen, Herr, du wirst für mich streiten, ich kann still sein, und was dann kommt an Begegnungen, das ist auch in deiner Hand, und einfach auch ja, ein Stück angstfreier leben können. Ja, das zweite Lied, was wir singen wollen heute Abend, ist das Lied Nimmst du mich noch einmal an? Vielleicht genau nachdem wir gemerkt haben, wir sind vorgeprescht und haben unsere ganze Energie in irgendeinen Weg reingelegt und merken einfach, wir brauchen einfach das, dass Gott uns annimmt, dass wir in seinen Augen recht sind. Und in dem Sinn wollen wir jetzt dieses Lied singen. Das wäre im grünen Buch die Nummer 456 und ansonsten von Angelika uns an die Leinwand projiziert. Thank you.
wollen beten. Herr, wir kommen heute Abend mit dieser Frage zu dir. Nimmst du mich noch einmal an? Dieses eine Mal unter tausenden Malen, Herr. Diese unendlichen Male, wo ich versagt habe und wieder zu dir komme und sagen muss und sagen darf, Herr, bitte, nimm mich wieder an. Nicht aufgrund meiner Gerechtigkeit und dessen, dass ich so toll bin, sondern aufgrund dessen, dass du mich liebst, Herr. Und dass du aus Liebe dein Leben für mich gelassen hast. Dass du aus Liebe in diese Welt gekommen bist, Herr, in dein Eigentum und hast so viel Ablehnung erfahren, Herr. So viel Unverständnis, so viel Einbildung, so viel Überheblichkeit von uns Menschen. Und du, Gott, bist Mensch geworden, bist in unsere Niedrigkeit gekommen, damit du uns aus unserer Niedrigkeit erheben kannst in die Gemeinschaft mit dir. Das ist so unglaublich, Herr, das ist so unglaublich, dass sich kein Mensch ausgedacht haben kann. Das ist göttlich. Das ist nicht Religion, das ist nicht, ich arbeite mich vor, bis ich so gut bin, dass ich vor dir recht bin, sondern das ist Geschenk und reine Gnade. Und ich danke dir dafür, dass du uns Noah geschenkt hast, dass sie uns heute Abend dein Wort auslegen wird, auch wenn der Text echt kein einfacher ist. Aber dein Wort ist nicht einfach, weil es so anders ist als wir. Dein Wort ist so unendlich dicht und tief und wir brauchen deinen Geist, dass du uns dein Wort aufschließt und dass du uns heute Abend an dieser Jakobsgeschichte erkennen lässt, wie Versöhnung ist, wie Versöhnung geschehen kann zwischen diesen beiden Brüdern so unverhofft und unerwartet und vor allem, Herr, wie Versöhnung geschehen kann zwischen dir, dem absolut Reinen, und uns, den Sündern. Nicht, weil wir so viel falsch machen, sondern weil wir von unserem Wesen her dir so unendlich fremd sind. Aber du hast diesen Weg auf dich genommen, zu uns hin, und willst uns auf diesen Weg nehmen, zu dir hin. Und ich möchte dich bitten, dass du diesen Abend dazu dienen lässt. Amen. Wir wollen als drittes und letztes noch ein Lied singen, mit dem ich irgendwie so ein bisschen Unwohlsein ursprünglich verbunden habe. Was ich aber ursprünglich total schön fand, das heißt, wie ein Fest nach langer Trauer, wie ein Feuer in der Nacht, wie ein offenes Tor in einer Mauer für die Sonne aufgemacht, wie ein Brief nach langem Schweigen, wie ein unverhoffter Gruß, wie ein Blatt an toten Zweigen, ein Ich mag dich trotzdem Kuss. Und ich fand das Lied, als es rauskam, irgendwie in den 80er Jahren, total schön. Jürgen Werth-Lied. Und dann irgendwann sagt mir jemand, ach, so ein sentimentaler Schmarrn. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt kann ich das Lied gar nicht mehr unbedingt singen. So ganz unbedarft. Und als ich jetzt die Lieder rausgesucht habe für heute Abend, ist mir das wieder eingefallen, dieses Versöhnungsfest. Und dann dachte ich, es ist eigentlich ein total geniales Lied, weil wenn wir die Bilder darin mal anschauen, ein Fest, nachdem ich jemanden verloren habe, jemanden, nachdem ich eigentlich Heimweh hatte, den ich eigentlich über viele Jahre vermisst habe. Jakob hat seinen Bruder auf jeden Fall vermisst, auch wenn alles total bescheuert gelaufen ist. Ein Blatt an toten Zweigen, ein Neuanfang. Es darf wieder ein neues Leben kommen. Ein unverhoffter Gruß und diese Begegnung heute Abend zwischen Esau und Jakob ist so vollkommen anders, als Jakob das je erwartet hätte. Und deswegen singen wir jetzt dieses Lied, bevor uns Noah den Text auslegen wird. Das wäre im Grünen Liederbuch die Nummer 249 und ansonsten hat uns Angelika das wieder vorbereitet.
So, vor lauter Aufregung, weil der Bruder von Angelika hier ist, haben wir vergessen, die Quizfragen für heute Abend noch einzufügen. Ihr bekommt noch zwei Fragen von mir. Und zwar ist die eine Frage: In welcher Stadt rannten die Menschen einmütig nach dem Theater? So steht es buchstäblich in der Bibel. In welcher Stadt rannten die Menschen einmütig nach dem Theater? Das ist die erste Frage. Du schaust mich immer so halb verzweifelt, halb böse an hier vorne. Aber wir versuchen es einfach und es kommt noch eine Frage heute Abend. Wer hatte gelähmte Füße, weil seine Amme ihn hatte fallen lassen? Ja, das wissen wir. Wer hatte gelähmte Füße, weil seine Amme ihn hatte fallen lassen? Ich glaube, es wird richtig eifrig studiert in den letzten Tagen. Das ist auch gut. Ich hoffe, ihr findet alle Antworten. Ganz kurz noch etwas zu einem Buch vom Büchertisch, In Freiheit leben, wie wir inneren Ballast erkennen und loswerden können. Das ist ein Buch, das ich geschrieben habe, ein paar Jahre her. Und das war mir ein Bedürfnis, weil ich merkte, wie wir alle, Gott hat uns geschaffen, um voll auszuleben. Und wir merken, dass das oft nicht gelingt. Stimmt das? Oft ist das Leben zum Überleben geworden, aus irgendeinem Grund. Und oft schleppen wir allerhand Dinge mit uns. Wir sind dann gebeugt, wir können nicht aufschauen, wir können uns nicht freuen. Dann habe ich ein Buch darüber geschrieben. Und da gibt es zum Beispiel um Dinge wie über den Ballast innerer Leere und Unruhe oder nicht bekannter Schuld oder über den Ballast eines negativen Lebensmottos. Das hätte ja Lea haben können, über die wir gesprochen haben. Über den Ballast von Bitterkeit und Rachsucht. Damit läuft jetzt Esau rum. Über den Ballast von hätte ich nur, wäre ich nur oder über den Ballast übermäßiger Sorgen. Es gibt also verschiedene Kapitel in diesem Buch, wo ein Gepäckstück aus unserem Rucksack besprochen wird. Und ich habe immer versucht, dabei eine biblische Person zu finden, eine biblische Geschichte, die das illustriert. Also ich möchte das gerne empfehlen. Und dann die hellblauen Schuhe. Einige kennen das schon, das sind Kurzgeschichten. Es gibt ein paar Bücher mit Kurzgeschichten. Das ist was ganz anderes als meine Studienbücher. Das sind also Geschichten, manche lustig, manche ein bisschen traurig, aber ich denke, dass für alle gilt, dass sie sich leicht lesen lassen und dass man eine Freude daran haben kann. Die hellblauen Schuhe, das ist eine Geschichte aus meiner Kindheit. So, jetzt das wichtigste Buch aller Bücher. Wo waren wir wieder verblieben? Wir haben gesehen, wie Jakob mit seinen Frauen und Kindern und mit allem, was er besaß, an Schafen und Herden und Ochsen und Kamelen und weiß ich alles, aus Haran geflüchtet ist. Das war gestern. Und wir haben gesehen, wie er verfolgt wurde von seinem Schwiegervater und wie Rahel die Teraphim oder Hausgötzen ihres Vaters mitnahm und verborgen hat, weil sie meinte, dass sie die unterwegs vielleicht brauchen könnte. Und wir haben gelesen, dass Jakob seinem Schwiegervater vorgeworfen hat, dass er ihn jahrelang ungerecht behandelt hatte und wie die beiden dann einen Bund geschlossen haben, den als Vertrag dienen sollten. Sie würden sich endgültig trennen und einander keinen Schaden mehr zufügen. Das war gestern. Und der Abschied von Laban in 1. Mose 32, von gestern eben, ist das letzte Mal, dass wir irgendetwas über Laban oder von Laban erfahren. Das Kapitel ist damit abgeschlossen. Aber Jakobs Probleme sind damit nicht beseitigt. Zwar ist er den schwierigen Schwiegervater los, aber er hat noch den Bruder. Und er weiß, mein Bruder hasst mich, es sind zwar 20 Jahre vergangen, aber er weiß, wenn ich mich auf den Weg mache, er flüchtet jetzt ja aus Haran, wird zurück ins gelobte Land, dann wird er irgendwann seinem Bruder begegnen. Das macht ihm Angst. Denn wie ist es mit seinem Bruder? Will der sich noch immer rächen um das, was Jakob ihm angetan hat? Ist es gefährlich, ihm zu begegnen? Wie wird das gehen? Er hat also Angst. Und in dieser Situation geschieht etwas Unerwartetes. Dann sind wir in 1. Mose 32. Jakob aber, ab Vers 2, ging seines Weges. Er ist also weg aus dem Haus seines Schwiegervaters, hat sich auch von seinem Schwiegervater verabschiedet.
Und da begegneten ihm Engel Gottes. Und als er sie sah, sprach Jakob: Das ist das Heerlager Gottes. Und er gab jenem Ort den Namen Mahanaim. Wie vorher beim Leitertraum in Bethel, als Jakob dabei war, das gelobte Land zu verlassen, er musste vor seinem Bruder flüchten, kam der Leitertraum mit Engeln, die da auf und ab stiegen. Die Initiative damals kam von oben, die kommt auch jetzt von oben, nur ist Jakob jetzt in umgekehrter Richtung unterwegs, es geht zurück ins gelobte Land. Er ist nicht mehr auf der Flucht, er ist auf der Heimreise. Und ich denke, dass die Erscheinung und die Anwesenheit von Engeln Jakob unheimlich ermutigt haben in dieser Situation, denn wir haben gelesen, er hatte Angst. Und ich kann mir das vorstellen. Und Gott zeigt ihm, du bist nicht alleine. Er sieht sich von Gottes Heer oder Macht umringt. Und er spricht das auch aus, wenn er sagt, das ist das Heerlager Gottes. Und er ist sehr beeindruckt, er ist erfreut. Und er gibt dem Ort den Namen Mahanaim, was Doppellager bedeutet. Also er hatte dort sein Lager aufgestellt, seine Zelten, war mit seiner Familie und seiner Habe da. Und Gott hat sein Lager auch dort jetzt errichtet. Er ist nicht mehr alleine, aber dennoch. Dennoch bleibt die Angst eigentlich verwunderlich, oder? Wenn Gott ein so deutliches Zeichen gibt, ich habe meine Engel gesandt, du bist nicht alleine, dann soll eigentlich die Angst gehen. Aber Angst ist unheimlich menschlich und die Angst bleibt. Er kann sich nicht unbefangen freuen auf die Begegnung mit seinem Bruder. Ich denke, dass es damit zu tun hat, dass er ein schlechtes Gewissen hat. Und ein schlechtes Gewissen lässt uns oftmals das dunkelste Bild ausmalen. Und das sehen wir hier, die Sünde Jakobs gegen Esau wurde nie ausgesprochen. Er hat ihn nie um Vergebung gebeten, sie haben nie miteinander gesprochen über das, was geschehen war. Jakob ist geflüchtet, Esau ist zurückgeblieben. Und das heißt, dass Jakob nicht frei ist, Esau auch nicht. Aber auf Jakob liegt diese Schuld. Er hat seinen Bruder betrogen. Er ist nicht frei von dem, was vor 20 Jahren bei ihm zu Hause geschehen ist. Und darum ist das Bild, das er vor Augen hat, ein Bild voller Bedrohung. Er hat Angst, dass Esau ihm seinen Betrug bzw. die alte Schuld noch heimzahlen wird. Und aus dem Grund geht er jetzt ganz, ganz, ganz sorgfältig vor, um so möglich jedes Risiko auszuschließen. Und nicht nur das, er will Esau für sich gewinnen. Er will Esaus Gunst ihm gegenüber gewinnen. Dann sind wir in Vers 4, da heißt es, und Jakob sandte Boten vor sich her zu seinem Bruder Esau ins Land Seir, in das Gebiet von Edom, da lebte jetzt Esau, das war südlich des Toten Meeres. Diesen Boten gebot er und sprach, so sollt ihr zu meinem Herrn Esau sagen. Nicht zu meinem Bruder, zu meinem Herrn, er macht sich ganz klein. So spricht dein Knecht Jakob. Ich bin bei Laban in der Fremde gewesen, habe mich bisher bei ihm aufgehalten. Und ich habe Rinder, Esel und Schafe, Knechte und Mägde erworben, und ich sende nun Boten, um es meinem Herrn zu berichten, damit ich Gnade finde vor deinen Augen. Wow. Ich bin dein Knecht, sagte er seinem Bruder. Er lässt es ihn durch Boten sagen. Und du bist mein Herr. Ich bin bei Laban in der Fremde gewesen. Ich will so gerne Gnade vor deinen Augen finden. Und dann kehren die Boten zurück. Die haben also Esau getroffen. Und dann heißt es in Vers 7, die Boten kehrten wieder zu Jakob zurück und berichteten ihm, wir sind zu deinem Bruder Esau gekommen und er zieht dir auch schon entgegen und 400 Mann mit ihm. Wow. Wow. Sein Bruder, heißt es in der Bibel, hat von seinem Schwert gelebt. Der lebte von Überfällen und von Raubzügen. Das war ein wilder Mann und die 400 Männer mit ihm wahrscheinlich auch. Also das ist keine gute Nachricht. Es gibt kein Wort von Esau, kein Gruß von Esau. Lieber Bruder, ich habe deine Botschaft bekommen, ich ziehe dir entgegen, wir werden uns bald treffen. Kein Wort, das macht die Sache so bedrohend, oder? Und da fürchtete sich Jakob sehr und es wurde ihm Angst. Und er teilte das Volk, das bei ihm war, und die Schafe, Rinder und Kamele in zwei Lager,
Denn er sprach, wenn Esau das eine Lager überfällt und erschlägt, so kann doch das übrig gebliebene Lager entkommen. Also Angst, Vers 8. Das ist ganz interessant, denn das Wort Angst, das hebräische Wort Angst, was hier erwähnt wird, Zarar, das beschreibt eine Angst, die uns fängt. Man kann es vielleicht so sagen, dass Jakob von seiner Angst eingepackt ist, straff eingepackt ist. Er kann sich nicht mehr frei bewegen, hat keinen Bewegungsraum mehr. Ich denke, dass das die Angst ist, die auch David gekannt hat, als er von König Saul verfolgt wurde oder gejagt wurde. In Psalm 31, Vers 9, sagt David dann, er dankt Gott und sagt, du hast meine Füße in weiten Raum gestellt. Anders gesagt, ich kann wieder aufatmen, bin aus dieser straffen Angst befreit worden, ich kann mich wieder bewegen. Oder im Psalm 18, Vers 34, du machst meine Füße die der Hirschen gleich. Ich kann wieder springen, ich kann frei sein. Und warum? Weil er entdeckt hat, dass Gott seine Kraft war und ist. Deswegen konnte David das sagen. Und wir können nur hoffen, dass Jakob diesen Schritt auch setzt oder diesen Punkt auch erreicht, wo er sagt, Gott ist mit mir, meine Angst muss nicht regieren. Und denkt euch, stellt euch mal vor, er hat gerade einen Engel hergesehen. Und noch ist die Angst so groß, dass er davon eingepackt ist. Und dann trifft er allerhand Maßnahmen als Vorbereitung auf die Nichtbegegnung, auf die Konfrontation, denn so erwartet er das, mit Esau und seinen 400 Männern. Dann teilt er sein Volk und seine Tiere in zwei Teilen oder Lagern. Das ist eine Vorsichtsmaßregel, das steht auch hier. Wenn ein Lager überfallen wird, dann kann das übrige vielleicht noch entkommen. Also zwei Lager, sicherheitshalber, eine Vorsorgsmaßnahme. Und dann in den Versen 10 bis 13 begegnen wir Jakob, während er betet. Und Jakob sprach, du Gott meines Vaters Abraham, und Gott meines Vaters Isaac, Herr, der du zu mir gesagt hast, kehre wieder in dein Land und zu deiner Verwandtschaft zurück. Ich will dir wohltun. Ich bin zu gering für alle Gnade und Treue, die du an deinem Knecht bewiesen hast. Denn ich hatte nur einen Stab, als ich über diesen Jordan ging. Und nun bin ich zu zwei Heerlagern geworden. Errette mich doch aus der Hand meines Bruders, aus der Hand Esaus, denn ich fürchte ihn. Er könnte kommen und mich erschlagen, die Mütter samt den Kindern. Du aber hast gesagt, ich will dir gewisslich wohltun und deinen Samen machen wie den Sand am Meer, der vor Menge nicht zu zählen ist. Es ist das erste Mal in der Jakobsgeschichte, dass wir Jakob so leidenschaftlich beten sehen. Das haben wir noch nicht erlebt. Bei den Gottesoffenbarungen in seinem Leben hat er Gedenksteine und sogar einen Altar errichtet und Gottes Namen ausgerufen. Aber so persönlich mit Gott gesprochen, das haben wir noch nicht bei ihm erlebt. Seine Not war bisher sicherlich auch noch nicht so groß wie jetzt. Aber die Frage ist, warum betet er erst jetzt? Und ich denke, das kennen wir auch, oder? Wenn wir Probleme haben oder wenn wir in der Klemme sitzen, versuchen wir zuallererst die Sache selbst zu klären. Schlaflose Nächte, tausende Gedanken, tausende Pläne, wieder alles umwerfen, neu denken. Vielleicht sollte ich das, jenes, vielleicht würde das helfen oder das, nein, doch nicht. Also was kann ich noch machen? Wir reden mit Freundinnen, wir reden mit Freunden, wir denken nach, wir denken noch einmal nach. Wir sind irgendwann total erschöpft. Und es wird nichts gelöst. Und vielleicht beten wir erst dann. Nein, das tut Jakob nicht. Er hat zuerst gedacht und gedacht und gedacht und gegrübelt und dann hat er getan, was ihm recht erschien. Dann hat er Vorbereitungen getroffen. Und erst nach diesen Maßnahmen, dann sucht er seine Zuflucht bei Gott. Wie oft kommt das vor? Ich denke, ich bin äußerst besorgt. Ich habe eine Idee. Ich denke, jetzt habe ich was, womit ich mich retten kann, was mir helfen wird. Ich fange an, das auszuführen. Ich bereite das Ganze vor und sage, Herr, segne mich. Segne meine Pläne. Ich denke, ich habe das jetzt richtig ausgedacht. Und ich denke, dass Gott es so haben möchte, dass wir direkt zu ihm kommen und sagen, jetzt sitzen wir in der Klemme, jetzt sieht es furchtbar aus.
kannst du uns helfen? Und Gott hat eigentlich schon gezeigt, Jakob, ich will dir helfen. Ich habe dir diese Engelmacht gezeigt. Du bist nicht alleine. Warum hast du jetzt so viele Stunden nachgedacht, so viel geplant, so viel vorbereitet? Warum bist du nicht zuerst bei mir gekommen? Und später wird sich auch herausstellen, dass alles, was Jakob hier organisiert, wäre nicht einmal nötig gewesen. Der Mann hat stundenlang umsonst sich Sorgen gemacht. Kennen wir, oder? Und jetzt betet er. Jetzt betet er. Und eigentlich, dass er das jetzt tut, das zeigt uns, dass er Gott nicht wirklich ernst genommen hat. Auch nicht seine Verheißungen. Du hast doch gesagt, Vers 13, ich will dir gewisslich wohltun, deinen Samen machen wie den Sand am Meer, der vor Menge nicht zu zählen ist. Gott, du hast mir einiges versprochen, aber trotzdem. Vers 14, er brachte die Nacht dort zu und nahm von dem, was er erworben hatte, als Geschenk für seinen Bruder Esau. Jetzt plant er einfach weiter. Er hat gebetet, hat nicht auf eine Antwort von Gott gewartet, hat nicht auf Richtung oder Führung gewartet von Gott aus. Jetzt fängt er an, seine Pläne auszuführen. Er nahm, pass auf, 200 Ziegen, 20 Böcke, 200 Mutterschafe, 20 Widder sowie 30 säugende Kamele mit ihren Füllen, 40 Kühe, 10 Stiere, 20 Eselinnen und 10 Eselhengste. Wow. Und er gab sie in die Hand seiner Knechte, jede Herde besonders, und sprach zu seinen Knechten, geht vor mir hinüber und lasst Raum zwischen den einzelnen Herden. Lasst Raum zwischen den Einzelnen. Er will ja Zeit gewinnen. Die soll nicht auf einmal auf Esau losstürmen. Nein, er will Zeit gewinnen. Also jeder Hirte oder ein paar Hirten wahrscheinlich, bitte Raum zwischen eure Herden, nehmt euch Zeit. Und er befahl dem Ersten und er sprach, wenn mein Bruder Esau dir begegnet und dich fragt, wem gehörst du und wo willst du hin? Und wem gehört das, was du für dich hertreibst? So sollst du antworten, deinem Knecht Jakob. Dem gehört alles. Es ist ein Geschenk, dass er seinem Herrn Esau sendet. Und siehe, er kommt selbst hinter uns her. Ebenso befahl er auch den Zweiten und dem Dritten und allen, die hinter den Herden hergingen und sprach, so sollt ihr mit Esau reden, wenn ihr ihn antrefft. Und ihr sollt sagen, siehe, dein Knecht Jakob kommt auch hinter uns her, der da dachte, ich will sein Angesicht günstig stimmen mit dem Geschenk, das vor mir hergeht, danach will ich sein Angesicht sehen, vielleicht wird er mich gnädig ansehen, und das Geschenk zog vor ihm hinüber, er aber blieb in jener Nacht im Lager. Also das sind viele Truppen gewesen. Wenn ich lese, wie viele Tiere das waren, dann sind das mehrere Herden gewesen. Und jedes Mal hat der Hirte oder die Hirten haben sich vor Esau hingebeugt und gesagt, das ist ein Geschenk von deinem Knecht Jakob. Und irgendwann hat Esau das vielleicht 10-mal gehört oder 7-mal oder 8-mal. Und Jakob denkt, das wird ihm ja günstig stimmen. Was der Mann alles ausgedacht hat. Alles Geschenke, kein Schuldbekenntnis. Interessant, oder? Alles Versöhnungsgeschenke. Aber keine Botschaft, das alles kommt von deinem Bruder und er lässt dir sagen, dass es ihm unheimlich leid tut, was geschehen ist. Das wäre doch viel besser gewesen, oder? Er versucht jetzt, das Ganze mit Geschenken zu bedecken und denkt, das wird reichen. Freu dich über meine Geschenke und denk bitte nicht weiter nach über das, was geschehen ist. Und darum bleibt Jakob eigentlich auch unfrei in dieser Situation. Denn er deckt zu, er bedeckt. Es sind Versöhnungsgeschenke und er will viel Zeit gewinnen in der Hoffnung, dass das Herz seines Bruders weich wird. Sein Bruder denkt ja wahrscheinlich bei sich, wird total überwältigt sein, weil so viele Geschenke vorbeiziehen. Alles für ihn, alles von seinem Knecht Jakob. Versöhnungsgeschenke. Und während dann die Boten unterwegs sind, die Hirten unterwegs sind, bleibt Jakob mit seinen Frauen und Kindern die Nacht über im Lager. Er stand aber noch in derselben Nacht auf, Vers 23, und nahm seine beiden Frauen und seine beiden Mägde,
Das sind natürlich die Nebenfrauen von ihm gewesen, die Sklavinnen seiner beiden Frauen, samt seinen 11 Kindern, das waren seine Söhne, Josef war ja der Jüngste, es muss auch die Tochter Dinah dabei gewesen sein, die wird hier nicht erwähnt, und überschritt mit ihnen die Furt Jabbok. Und er nahm sie und er führte sie über den Fluss und ließ alles, was er hatte, hinübergehen. Also sie befinden sich jetzt in diesen Stunden am Fluss Jabbok. Das ist ein Seiten- oder Nebenstrom des Jordans, der etwa 40 Kilometer nördlich des Toten Meeres in den Jordan mündet. Und wir stellen uns das vor, es ist noch dunkel, wenn sie aufstehen. Und wenn ihr Rachel, Lea und die Sklavinnen und den Kindern und alles, was er hat, über den Fluss bringt, das muss ein unheimlich riskantes, risikovolles Unternehmen gewesen sein. Weil dieser Strom, der etwa 90 Kilometer lang ist, streckenweise ein wild reißender Fluss ist mit steilen Ufern. Und es ist jetzt Nacht. Zum Glück gibt es hier und da Furten, an denen das Wasser weniger tief ist. Und an einer solchen Stelle hat er wahrscheinlich seine Familie dann hinübergebracht. Und das bei Nacht, weil er wahrscheinlich vorbeugen wollte, dass Esau ihn tagsüber überfallen würde. Er wusste ja nicht, wie weit ist Esau. Wie sieht es überhaupt für mich aus? Und dann kommt Vers 25 und dann heißt es, Jakob aber blieb allein zurück. Das ist ein Umkippmoment in der ganzen Geschichte. Es ist der Beginn neuer Dinge. Denn wenn ein Mensch ganz alleine ist, wenn ein Mensch sich selbst überlassen ist, dann ist das oft der Moment, an dem Gott spricht. Wenn ein Mensch sich überlassen ist, wenn ein Mensch keine Stützen mehr hat, keine Hilfe mehr hat, keine anderen Menschen mehr hat, ist das oft der Moment, wo Gott spricht. Und das ist auch hier der Fall. Denn Gott offenbart sich an Jakob. Der macht das nicht durch einen Traum oder durch eine Wortoffenbarung, was wir gelesen haben. Es ist so, dass Jakob, während er abgeschieden ist von allen seinen Menschen, in der Nacht angegriffen wird. Und es folgt ein schwerer Kampf, der bis zum Morgen dauert und wobei er ganz, ganz, ganz alleine ist. Er ist niemand, der ihm helfen kann und sein Gegenüber ist stark. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als dieser sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte, da rührte er sein Hüftgelenk an, so dass Jakobs Hüftgelenk verrenkt wurde beim Ringen mit ihm. Und der Mann sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob sprach, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Und dann fragte er ihn, was ist dein Name? Und er antwortete, Jakob. Und da sprach er, dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und du hast gewonnen. Und Jakob aber bat und sprach, lass mich doch deinen Namen wissen. Er aber antwortete, warum fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Und Jakob nannte den Ort Pniel, denn er sprach, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Und die Sonne ging ihm auf, als er an Pniel vorüberzog und er hinkte wegen seiner Hüfte. Und darum essen die Kinder Israels bis zum heutigen Tag die Sehne nicht, die über das Hüftgelenk läuft, weil er Jakobs Hüftgelenk, die Hüftsehne, angerührt hat. Das ist bis heute. Heute noch immer ist das ein Brauch im Judentum. Also Jakob wird in der Nacht angegriffen, er ist ganz alleine. Und das heißt in Vers 24, da rang ein Mann mit ihm. Ein Mann oder eher ein Jemand, denn so kann man das Hebräisch auch verstehen. Es rang ein Jemand mit ihm. Und das lässt dann offen, um wen es ging. Ein Bibelausleger schreibt von einem auf Jakob eindringenden Gegenüber, der ihn angriff und stark war. Von sich aus gibt der Angreifer seine Identität nicht preis, sagt nicht, wer er ist. Und in dieser dunklen Nacht ringt Jakob um sein Leben, kämpft er physisch, er wird auch körperlich verletzt, denn es heißt, dass der jemand seine Hüfte berührt. Es ist interessant, dass es die Hüfte ist, denn die Hüfte oder Lenden sind der Bereich, wo die Manneskraft ihren Sitz hat.
Das heißt, dass er bis in seinem Kern verletzt wird oder verwundet wird. Und für die Berührung der Hüfte Jakobs wird das hebräische Wort Naga verwendet, das sowohl eine sanfte Berührung sein kann, als ein heftiges Schlagen. Und es muss natürlich hier heftig gewesen sein, denn er kam angeschlagen davon. Er hinkte. Seine Hüfte war verwundet. Vers 32, er hinkte wegen seiner Hüfte. Was ist hier vor sich gegangen? Das bleibt irgendwie ein Geheimnis. Er ist überfallen worden, es war dunkel. Er hat sein Gegenüber, er hat seinen Angreifer nicht sehen können. Und er muss hin und her gerissen gewesen sein von der Frage, wer ist das? Mit wem ringe ich hier eigentlich? Konnte der Angreifer vielleicht Gott sein? Und wenn ja, wie sollte er dann das verstehen? Denn Gott ist doch ein Helfer, nicht ein Angreifer. Und doch ist Gott hier der Angreifer gewesen. In menschlicher Gestalt, denn er hat mit Jakob gerungen. Und er hat seine Gründe dafür gehabt. Die Zeit war nämlich da für eine radikale Veränderung von Jakob, eine radikale Erneuerung. Sein eigenmächtiges Auftreten, seine Listen, seine Lügen sollten ein Ende nehmen. Aus Jakob sollte ein Mann werden, der sein Vertrauen ganz auf Gott setzte. Anders gesagt, der alte Jakob sollte besiegt werden. Der alte Jakob sollte besiegt werden. Eigentlich ist es in dieser Nacht so gewesen, dass Jakob um sein Leben kämpfte, während Gott um Jakob kämpfte. Gott hat um Jakob gekämpft. Er ist hier sowohl der Segnende als der Verwundende gewesen, der Angreifer und der Helfer. Und er hat mit der eigenen Hand gegen Jakob gekämpft und mit der anderen Hand für ihn. Die große Frage war, ob Jakob in diesen Stunden verstehen und erkennen würde, dass er ohne Gott nicht bestehen konnte. Dass seine Listen, sein Betrug, sein Regeln, sein Organisieren irgendwann ein Ende nehmen würden, dass er damit nicht weiterkam. Und dann wird es morgen, Vers 27, gegen Morgenröte, der Kampf hat die ganze Nacht gedauert. Jakob muss erschöpft gewesen sein, er ist schon alt gewesen zu dieser Zeit. Und dann kommt die Stimme des Herrn, lass mich gehen. Dann kommt Gottes Stimme, lass mich gehen. Und mit Schweiß bedeckt und außer Atem, so stelle ich mir das vor, antwortet Jakob, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Ich lasse dich nicht los. Ich will dich nicht gehen lassen. Das sind eindringliche Worte, oder? Dieser Kampf mit Gott hat Jakob in eine Position gebracht, wo er in eine Position von Unterwürfigkeit, wo er gewusst hat, ich bin der Wenigere. Und wenn dann er sagt, ich will dich nicht gehen lassen, dann sagt er damit eigentlich, ich habe verstanden, dass es ohne Gott nicht geht. Ich habe in diesem Kampf, ich habe verstanden, ich komme ohne Gott nicht mehr aus. Ich denke, dass in dieser Nacht, dass es Jakob schmerzhaft bewusst geworden ist, dass er treu von Gott begleitet worden ist, sein Leben lang, aber dass er immer doch die Fäden in eigener Hand gehalten hat. Er hat sich in seinem Leben mehrmals des Betrugs, der List und der Lügen schuldig gemacht. Er hat immer wieder unabhängig von Gott gehandelt. Und in dieser Nacht ist seine Selbstsicherheit gebröckelt und sind ihm die Tränen gekommen. Der Prophet Hosea schreibt über dieses Ereignis. Hosea 12, Vers 4 und 5. Schon im Mutterschoß hielt Jakob die Verse seines Bruders und in seiner Manneskraft kämpfte er mit Gott. Er kämpfte mit dem Engel, er siegte, er weinte, er flehte zu ihm. Wieso siegte er? Weil er erkannte, dass Gott der Sieger war. Das war eine Überwindung. Das war ein Sieg. Und die Geschichte erinnert uns an die Worte aus Psalm 51. Da steht in Vers 19, die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und ein zerschlagenes Herz.
wirst du, o Gott, nicht verachten. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, wirst du, o Gott, nicht verachten. Und in Jesaja finden wir ähnliche Worte. Da sagt Gott: Ich will aber den ansehen, der demütig und zerbrochenen Geistes ist und der zittert vor meinem Wort, der Achtung hat vor meinem Wort, der mein Wort schätzt, der danach leben will. Und das hebräische Wort, das in unseren Bibeln mit zerbrochen übersetzt wird, geht auf eine Wurzel zurück: zerbrechen, in Stücke brechen, demütigen und so weiter. Das sind ganz radikale Worte, die unterstreichen, dass der Allmächtige seine Wohnung in Menschen machen will, die wissen, dass sie ohne Gottes Beistand und Segen hilflos sind. In solchen Menschen will Gott seine Wohnung machen. Solche Menschen will Gott begleiten. Solchen Menschen will Gott der Herr sein. Herr sein und Heiland sein. Wer Gott festhalten will, muss sich selbst verlieren. Wer Gott festhalten will, muss sich selbst verlieren. Wer sich an Gott klammern will, kann sich nicht auch an menschliche Sicherheiten klammern. Wer sich an Gott klammern will, kann sich nicht auch an menschliche Sicherheiten klammern. Die eigene Klugheit, die guten Pläne, List, Betrug. Und ich denke, dass Jakob diese Einsicht in dieser Nacht gewonnen hat, denn er stand an einer Kreuzung. Es ging darum, wer der wirklich Stärkere war in dieser Nacht. Es ging darum, ob er bereit war, sich besiegt zu erklären, sein Selbstbestimmungsrecht aufzugeben, sein Leben, seine Zukunft, inklusive die bevorstehende Begegnung mit Esau, in Gottes Hände zu legen. Und der Kampf war eine Läuterung. Und das macht diese Jabok-Erfahrung unheimlich kostbar. Gott, ich würde fast sagen, hat sich die Mühe gemacht, um Jakob anzugreifen, weil er ihn für sich gewinnen wollte. Weil er ihm zeigen wollte: Ohne mich kommst du nicht klar. Mit mir sieht das Leben ganz anders aus. Da brauchst du kein List mehr, da brauchst du keinen Betrug mehr. Da brauchst du nicht mehr zu lügen, da brauchst du nicht alles Mögliche zu tun, um dein Leben so zu gestalten, wie du das haben willst. Mit mir bist du frei. Ich habe Gutes mit dir vor. Und ich will dir diesen Weg zeigen und ich will diesen Weg auch mit dir gehen. Der Kampf ist aber noch nicht vorbei, denn Gott fragt Jakob nach seinem Namen in Vers 28. Und das ist ein ganz entscheidender Moment in dieser Nacht und in diesem Kampf. Denn wenn Jakob antworten wird mit Jakob, dann enthüllt er, wer er ist. Wir erinnern uns, dass sein Name eine Klangähnlichkeit hat mit dem Verb Akeb, das Verse bedeutet. Jakob hat ja bei der Geburt die Verse seines Bruders festgehalten. So wird auch gesagt, dass er ein Versenhalter war. Aber es gibt auch eine Klangähnlichkeit mit dem hebräischen Akab, das man mit Betrügen übersetzen kann. Das haben wir am ersten Abend schon gehabt. Als Isaak Jakob fragte, wer er war, hat er gesagt: Ich bin Esau, dein Erstgeborener. Und jetzt fragt Gott ihn nach seinem Namen. Und dieses Mal ist die Antwort: Ich bin Jakob. Und mit dieser Antwort legt er seine Lebensgeschichte offen. Ich bin Jakob. Ich bin der Betrüger. Ich bin der Manipulator. Ich bin Jakob. Es ist ein Bekenntnis. Denn mit dem Aussprechen dieses Namens deckt Jakob auch seinen alten Lebensweg auf. Es ist, als steht er jetzt nackt vor Gott. Es ist die Umhüllung weg, sind die Masken weg, es ist nichts mehr verborgen. Dieser Mann, der bisher so viel alleine geregelt und organisiert hat und nicht wirklich mit Gott gerechnet hat, hat eigentlich auch nicht mit Gott gewandelt. Gott ist immer wieder in seinem Leben erschienen. Gott hat immer wieder bei ihm angeklopft. Irgendwie ist die Tür nicht richtig aufgegangen. Ja, hat Jakob dann und wann helfen dürfen. Aber Jakob hat sich nie wirklich Gott hingegeben. Es war immer der alte Jakob, der Jakob, der am Steuer saß, der Jakob, der im Boot der Kapitän war.
Es war Jakob, der Maßnahmen nahm, um das Erstgeburtsrecht von seinem Bruder zu bekommen. Es war Jakob, der durch List und Betrug den väterlichen Segen bekam für den Erstgeborenen. Es war Jakob, der versuchte, die Befruchtung der Tiere zu manipulieren, damit er sich viele Herden sammeln würde. Es war Jakob, der die Begegnung mit Esau sehr sorgfältig vorbereitete. Es war Jakob. Und jetzt spricht er seinen Namen laut und hörbar vor Gott aus, und Gott sagt ihm an dem Moment, dass er sagt, ich bin Jakob, in Vers 29, dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und du hast gewonnen. In diesem Namen finden wir das hebräische El, Gott, und das Wort Herrschen, Sarah. Gott herrscht. Israel bedeutet Gotteskämpfer oder der Herr wird kämpfen. Und dieser Name soll die Parole oder das Motto des neuen Lebens von Jakob sein. Wir erfahren hier zum ersten Mal in der Bibel den Namen des auserwählten Volkes Gottes, dessen Stammväter die 12 Söhne von Jakob oder von Israel wurden. Das ist ein Höhepunkt in dieser Geschichte, oder? Ich bin Jakob. Stehe nackt vor dir, Gott, ich habe nichts zu verbergen, du kennst mich ja. Du kennst meine Gedanken. Psalm 139, von ferne schon, du weißt, was ich vorhabe. Es ist nichts für dich verborgen, sogar die kleinsten und dunkle Ecken in meinem Herzen, du kennst sie. Ich bin Jakob. Und an dem Moment sagt er, dann bist du jetzt Israel. Du hast mit Gott und Menschen gekämpft, heißt es auch in diesem Vers. Das beschreibt eigentlich das bisherige Leben von Jakob. Er hat mit seinem Zwilling gekämpft, er wollte den Vorrang haben. Er hat mit seinem Vater gekämpft, er hat ihn betrogen. Er hat mit Laban gekämpft, er hat mit seinen Frauen gekämpft, beziehungsweise er ist mitschuldig gewesen an ihrer Rivalität. Und er hat mit Gott gekämpft am Jabbok. Und er ist als Sieger vom Platz gekommen, als er sein Ringen mit Gott aufgab, als er sich an Gott klammerte und sich von seinem Segen abhängig machte. Dann war er, das ist Sieg. Das ist Sieg. Nicht, dass mir alles gelingt, was ich will. Sieg ist, dass ich mich an Gott klammere und sage, mach du mit mir, was du willst. Und in diesen Stunden wird Jakob ein neuer Mensch. Er fragt nach den Namen seines Angreifers, aber der antwortet nicht. Er segnet Jakob aber. Und Jakob nennt den Ort Pniel oder Angesicht. Denn er sprach nach Vers 31, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht, meine Seele ist gerettet worden. Das ist interessant, oder? Er wollte sein Leben retten, hatte Angst vor Esau, wollte sein Leben retten, das war das Allerwichtigste, wollte seinen Bruder überwinden, wollte da heil da rauskommen. Und jetzt sagt er, meine Seele ist gerettet. Das ist wichtiger, das ist viele Male wichtiger. Meine Seele ist gerettet worden. Ich denke, eine Jabbok-Erfahrung das Prinzip des Unvermögens vermittelt. Eine Jabbok-Erfahrung vermittelt das Prinzip des Unvermögens. Es ist der Ort, wo wir mit leeren Händen dastehen, weil uns bewusst geworden ist, dass nichts mehr geht. Es ist der Ort, Jabbok, wo wir mit leeren Händen dastehen, weil wir zu Einsicht gekommen sind, weil uns bewusst geworden ist, dass nichts mehr geht. Es ist keine angenehme Erfahrung. Aber es ist die kostbarste Erfahrung, die ein Mensch haben kann. Denn am Jabbok stirbt der alte Mensch und steht der neue Mensch auf. Am Jabbok stirbt der alte Mensch und steht der neue Mensch auf. Und der neue Mensch ist einer, der sich an Gott klammert, weil er erkannt hat, dass er ohne Gottes Anwesenheit und Segen hilflos ist. Der Apostel Paulus hat auch diese Erfahrung gemacht. Auf einer Straße, auf dem Weg nach Damaskus. Da ist er hingefallen, da war er hilflos. Der große Mann, der große Theologe, der Jurist, der unterwegs war, um Christen zu fangen in Damaskus, wird von Gott, wird von Jesus, hat eine Begegnung mit Jesus, liegt hilflos auf der Straße. Und er beschreibt sein Leben in Galater 2, Vers 20, sein neues Leben so, nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst,
sondern Christus lebt in mir. Saulus wurde Paulus, Jakob wurde Israel. Und in Jesaja 43, Vers 1 lesen wir: So spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ein wunderbarer Text. Jesaja 43, 1. Gott hat uns geschaffen. Gott hat Jakob geschaffen, aber er hat Israel gebildet. Sieht ihr den Unterschied? Gott hat uns geschaffen als Menschen, jetzt wir uns bilden, damit wir die Frauen, die Männer werden, die er vor Augen hatte, als er uns schuf. Ich habe Jakob geschaffen, Jesaja 43, 1. Ich habe Israel gebildet. Es erinnert an Philipper 1, 6, wo steht, dass Gott das gute Werk, das er in uns angefangen hat, fortsetzen wird. Philipper 1, 6, ich hoffe, ich sage es richtig. Gott will das gute Werk, das er in uns angefangen hat, fortsetzen. Er will uns bilden. Er will uns zu den Menschen machen, die er vor Augen hatte, als er uns schuf. Das hat er mit Jakob gemacht. Das ist durch viele Täler gegangen und über Berge, vor allem Täler. Und dann ist Jakob, den er geschaffen hat, zum Israel geworden. Und er hat diesen Israel gebildet. Und dafür war eine lange Schule nötig, oder? Da haben wir öfters darüber gesprochen, die mühsame Jahre. Zuerst die Reise ganz alleine von zu Hause nach Haran. In der Mitte irgendwo in Bethel die wunderbare Begegnung mit Gott. Dann 20 unheimlich harte Jahre in Haran bei Onkel Laban, der ihn nur ausgebeutet hat. Seine Frauen, die einander hassten. Er bekam eine Braut, die er nicht haben wollte. Er musste sie behalten, kam die zweite dazu, die er haben wollte. Und die zwei wurden bittere Rivalinnen. Es gab keinen Frieden in seinem Haus. Alles eine Schulung Gottes, weil Gott dabei war, ihn zu bilden. Der Mann, den er geschaffen hatte, wollte er bilden. Er sollte zu dem Mann werden, den er vor Augen hatte, als er ihn schuf. Es ist Zeit und Jakob muss seine Karawane suchen gehen. Wir lesen, dass die Sonne ging auf. Er hat gesagt in Vers 31, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen, meine Seele ist gerettet worden. Und die Sonne ging ihm auf, als er an Peniel vorüberzog und er hinkte wegen seiner Hüfte. Auf dem Vorblatt meines Buches über Jakob geht die Sonne auf. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Er geht der Sonne entgegen. Und er wird jetzt auch weiterhin im Licht wandeln. Das will ja Gott von uns, dass wir im Licht wandeln. Er hinkte wegen seiner Hüfte und Jakob erhob seine Augen und schaute und siehe, Esau kam heran. Ein neuer Tag hat begonnen und dann folgt in 1. Mose 33 die gefürchtete Begegnung mit Esau. Sobald Jakob seine Truppen sieht, verteilt er seine Kinder auf Lea, Rahel und die beiden Sklavinnen. Die Sklavinnen sollen vorangehen mit den Kindern, dann kommt Lea mit ihren Kindern und als letzte in der Reihe kommt dann Rahel mit Josef. Und Jakob selbst geht voran, wobei er sich immer wieder insgesamt 7-mal niederbeugt, bis er vor seinem Bruder steht. Ich habe öfters über diese Reihenfolge nachgedacht und dann dachte ich, ich finde das unfair. Also zuerst, er verteilt seine Kinder auf Lea, Rahel und die Sklavinnen. Zuerst gehen die Sklavinnen voran, dann Lea, dann Rahel. Denke ich, schön, Rahel ist geschützt. Also zuerst werden die Sklavinnen umgebracht, wenn es schief geht mit ihren Kindern. Dann wird Lea umgebracht mit ihren Kindern und dann ist Rahel wahrscheinlich schon geflüchtet. Aber so ist es wahrscheinlich nicht gewesen. Es ist so gewesen, dass Esau begrüßt und geehrt werden würde von allererst den Niedrigsten der Truppe und dann zum Schluss von der Höchsten. Und die Höchste war ja Rahel. Eine sich immer steigernde Ehrenbezeichnung. Und das alles ist unnötig gewesen. Denn die Begrüßung von den beiden Brüdern, es geht eigentlich fantastisch. Ich denke, Gott hat an Esau gearbeitet, wie er auch an Laban gearbeitet hat. Denn von Wut oder Rache ist nichts mehr zu spüren. Da lief ihnen Esau entgegen, umarmte ihn, fiel ihm um den Hals und küsste ihn und sie weinten.
Das ist unglaublich, oder? Kein Schwert, keine Pistole, kein Messer, keine Bomben. Liebe. Ich denke, Gott hat in seinem Herzen gewirkt. Und in Vers 8 fragt Esau Jakob, was er eigentlich vorhat. Mit dem ganzen Heer, mit den Herden und den Hirten. Wozu dient das alles? Und wenn Jakob sagt, dass es ein Geschenk war, dann lehnt er das ab. Dann lehnt er das ab und sagt, ich habe genug, mein Bruder, behalte, was du hast. Jakob antwortete in Vers 10, ach nein, habe ich Gnade vor deinen Augen gefunden, so nimm doch das Geschenk an von meiner Hand, denn deshalb habe ich dein Angesicht gesehen, als sehe ich Gottes Angesicht, denn du warst so freundlich gegen mich. Er hat das Gesicht von Esau gesehen und die Freundlichkeit hat ihn total überrascht, hat ihn eigentlich überwältigt. Es war, als sehe er Gott. Er hat gesehen, dass Gott gewirkt hat. Nimm doch den Segen, Vers 11, der dir überbracht worden ist von mir an, denn Gott hat mich begnadigt und ich bin mit allem versehen. So drang er in ihm, dass er es annehmen sollte. Hier stehen sich zwei vermögende Brüder gegenüber. Das heißt, sie stehen sich nicht gegenüber, sie stehen nebeneinander. Es ist eine ganz herzliche Begrüßung gewesen. Auffallend ist, dass Jakob sagt, Gott hat mich begnadigt. Jakob sagt, ich bin so vermögend geworden, weil Gott mich gesegnet hat. Das finden wir bei Esau nicht. Und dann kommen die Worte in Vers 12 und Esau sprach, lass uns aufbrechen und gehen, ich will neben dir herziehen. Er aber antwortete, mein Herr weiß, dass die Kinder noch zart sind, dazu habe ich säugende Schafe und Kühe bei mir. Wenn sie einen einzigen Tag übertrieben würden, so würde mir die ganze Herde sterben. Mein Herr möge doch seinem Knecht vorausgehen, ich aber will gemächlich hinten nachziehen, wie eben das Vieh vor mir her und die Kinder gehen können, bis ich zu meinem Herr nach Seir komme. Und da sprach Esau, so will ich doch einige von meinen Leuten bei dir lassen. Aber er sprach, Jakob, wozu das? Wenn ich nur Gnade finde vor den Augen meines Herrn. Und so kehrte Esau am gleichen Tag wieder nach Seir zurück. Hier bin ich ein bisschen enttäuscht. Es ist fantastisch, wie die Brüder sich hier begegnet sind. Fantastisch, wie das Ganze läuft. Und ganz liebevoll, dass Esau sagt, lass uns aufbrechen, ich will neben dir herziehen. Der will offensichtlich seinem Bruder ein Geleit geben. Der hatte kleine Kinder bei sich, hat er auch gesagt. Der ist eigentlich wehrlos gewesen, wenn es Räuber gegeben hätte. Esau hatte ja 400 Mann mit, die waren schwer bewaffnet. Er sagt, ich will neben dir herziehen. Und Jakob sagt, na, mein Herr weiß, dass die Kinder noch zart sind und so, ich komme nicht so schnell voran. Lass uns alleine ziehen. Wir kommen dir nach. Mein Herr, Vers 14, möge doch seinem Knecht vorausgehen. Ich will gemächlich in die Nacht ziehen, wie eben das Vieh, die Kinder, bis ich zu meinem Herrn nach Seir komme. Und dann sagt Esau noch einmal in Vers 15, ich will doch einige von meinen Leuten bei dir lassen. Du könntest doch Hilfe brauchen. Ganz freundlich, aber er sprach, wozu das, wenn ich nur Gnade finde vor den Augen meines Herrn. Und warum bin ich enttäuscht? Weil Jakob überhaupt nicht vorhatte, nach Seir zu kommen. Und hier betrügt er eigentlich seinen Bruder. Er tut, als ob er vorhat, ihm nachzukommen. Er hat nicht vor, ihm nachzukommen. Denn wir lesen in Vers 17, Jakob aber brach auf nach Sukkot. Der ist direkt in Richtung des verheißenen Landes gegangen. Was ich verstehe, das war sein Ziel. Aber warum muss er wieder lügen? Warum muss er tun, als ob er seinem Bruder nachkommen will? Hat er vielleicht auch gedacht, daran habe ich auch gedacht, ich will mich nicht so lange mit meinem Bruder zusammensetzen, weil ich einmal bei ihm in Seir bin, dann gibt es sicherlich tiefere Gespräche, das will ich entweichen. Ich bin so froh, dass alles gut gelaufen ist, wir wollen doch nicht mehr alte Dinge jetzt irgendwie aufgraben. Es ist gut gelaufen, ich will ihn loswerden. Kann sein. Aber der größere Grund ist sicherlich dieser gewesen, worüber Andreas gesprochen hat, die zwei mussten sich trennen. Die zwei mussten sich trennen. Gott hatte mit Jakob, mit Israel, etwas ganz Besonderes vor. Er musste zurück ins verheißene Land. Und dort, er musste zurück zu seinem Vater. Gott hatte Verheißungen über Jakob ausgesprochen, die beinhalteten, dass er zurückkehren musste zum verheißenen Land, ins verheißene Land. Dass er wieder bei seinem Vater wohnen würde. Und dort würde Gott dann weitermachen
mit der Erfüllung seiner Verheißungen. Wäre er nach Seir gegangen, dann hätte er sich an seinen Bruder angehängt. Aber er musste sich von seinem Bruder trennen, der ja einen ganz anderen Weg gewählt hatte als Jakob. Und der Jakob im Wege gestanden wäre. Wir haben ja gelesen, er hatte kanaänische Frauen geheiratet, Götzendienerinnen geheiratet, sie haben seine Eltern viel Kummer gemacht, haben wir alles gelesen. Er hat dann auch noch eine Tochter von Ismael geheiratet. Er ging einen ganz anderen Weg. Und seine Nachkommen, die Edomiten, sind ja später ganz, ganz, ganz heftige Gegner vom Volk Gottes gewesen. Die zwei mussten sich trennen. Aber ich denke, ach Jakob, warum hast du nicht einfach gesagt, du, es war toll, dich wiederzusehen? Sie sind sicherlich mehr als einen Tag hier zusammen gewesen, weil sie ja vielleicht da gelagert sind gemeinsam. Lasst uns jetzt getrennte Wege gehen. Es ist schön, dass wir einander wieder getroffen haben, aber wir haben ganz verschiedene Lebens jetzt. Also Gott mit dir. Warum muss er lügen? Und es ist interessant, dass er hier auch Jakob genannt wird. Denn es ist ganz interessant, wenn ihr weiter in der Geschichte richtig aufpasst, an den Momenten, wo der alte Jakob zum Vorschein kommt, heißt er Jakob. Und wenn er Glaubensschritte setzt und Gott gehorcht, dann heißt er Israel in der Geschichte. Ist euch das je aufgefallen? Fantastisch. Da ist eine solche Tiefe in der Bibel, wenn man gut aufpasst. Und hier ist er wieder Jakob, der Mann, der List gebraucht und Betrug gebraucht und manchmal auch lügt, damit alles gut geht. Also er hat jetzt Frieden mit seinem Bruder, das ist noch sehr zerbrechlich. Wenn er jetzt sagen würde, ich komme nicht mit, dann hat er Angst, das könnte schief gehen. Also ich tue als ob. Und Esau ist zurückgekehrt und hat vielleicht seinen Dienerinnen dort in Seir gesagt, also Kuchen backen, mein Bruder kommt, das ist eine große Truppe, richte Sachen für sie her, wir wollen sie jetzt groß empfangen. Ich habe meinen Bruder nach über 20 Jahren zurück, der Mann ist nie gekommen. Und er weiß, wie lange er gewartet hat und gedacht hat, er kommt noch. Kommt ja langsam voran, weil er diese Kinder hat und eben das Vieh, das auch noch jung ist, kommt vielleicht noch. Da sage ich, Jakob, warum? Warum? Und vielleicht hat das Herz von Esau auch wieder hart gemacht, seinem Bruder gegenüber. Denn später haben die Nachkommen dieser zwei Brüder haben sich gehasst, sind zwei Völker gewesen, die sich gehasst haben. Warum musste das hier so schief gehen? Also er hat ihn nicht begleitet. Es heißt dann, Jakob aber brach auf nach Sukkot, baute sich dort ein Haus und errichtete für seine Herden Hütten, daher wurde der Ort Sukkot genannt. Habe ich auch ein Fragezeichen. Er wusste, wo es hinging. Er musste nach seinem Vater, warum baut er sich jetzt Hütten und ein Haus und lässt sich nieder, anstatt weiterzureisen? Wissen wir nicht. Kann sein, dass das Vieh mal eine Weile braucht, um zur Ruhe zu kommen. Sie waren ja lange unterwegs, dass er gedacht hat, okay, wir warten ein Jahr oder ein halbes Jahr. Aber ich weiß es nicht. Und dann heißt es in Vers 18, und Jakob kam wohlbehalten bis zu der Stadt Sichem, die im Land Kanaan liegt, da ist er im gelobten Land, nachdem er aus Paddan Aram, das ist Haran, gekommen war, und er lagerte sich der Stadt gegenüber und er kaufte das Grundstück, auf dem er sein Zelt aufgeschlagen hatte, von der Hand der Söhne Hemors, des Vaters Sichems, die Stadt hieß ja Sichem, für 100 Kesita, und er errichtete dort einen Altar. Den nannte er Gott, der Gott Israels. Habe ich wieder ein Fragezeichen. Warum kauft er ein Grundstück? Es ist das zweite Grundstück im gelobten Land gewesen, das die Erzväter besessen haben. Das erste war das Grab, das Familiengrab bei Mamre. Und hier wird wieder ein Grundstück gekauft, direkt gegenüber einer Stadt. Und er lässt sich da nieder und hat offensichtlich vor, länger zu bleiben, denn er bezahlt dieses Grundstück. Und im nächsten Kapitel werden wir sehen, dass das eine nicht sehr gute Entscheidung war. Denn es entfaltet sich ein totales Drama. Und dass er hier einen Altar gebaut hat, ist schön und gut. Aber in Kapitel 34 kommt nicht einmal der Name Gottes vor. Es ist ein gottloses Kapitel. Es entwickeln sich Dinge, die völlig falsch sind, die völlig daneben sind. Weil er nicht weitergezogen ist, sondern sich niedergelassen hat in einer Stadt. Aber das kommt morgen. Wenn ich euch das jetzt erzählen würde, dann würdet ihr nicht schlafen können. Das ist eine furchtbare Geschichte. Ihr könnt heute Abend natürlich noch nachlesen, aber
Wow, was für eine spannende Geschichte, oder? Und Gott macht immer weiter mit diesem Jakob. Und Gott macht immer weiter mit uns. Und Gott will uns alle für sich haben, nicht weil er uns jetzt als Besitz nehmen will, sondern weil er uns Gutes tun will. Weil er Gutes mit uns vorhat. Weil er möchte, dass wir vollaus leben und das Leben genießen. Wir wollen ihm danken. Wir danken dir, Herr, für diese Geschichte, die sich immer weiter entfaltet, wo wir unsere Menschlichkeit sehen und wo wir auch sehen, wie heilig, wie gut, wie groß du bist. Und wir wollen dir danken, dass du mit Jakob weitergemacht hast, dass du ihm geholfen hast, eben diese Entscheidung zu treffen, ich will von dir, von Gott abhängig sein. Wir wollen dir danken, dass wir sehen, dass du, wo du uns geschaffen hast, dass du uns auch bilden willst, dass du Menschen aus uns machen willst, die ja, so sind, wie du das vor Augen hast. Und wir bitten dich, und wir haben das schon früher gesagt in diesen Tagen, dass du in diesen Tagen auch mit uns vorankommst. Und Herr, wenn es Menschen unter uns gibt in diesem Saal, die dich nicht gut kennen oder die noch zweifeln, ob du wirklich ein guter Gott bist, ob du wirklich lebst, ob du wirklich Gutes mit uns vorhast, dann ja, wollen wir gemeinsam dafür beten, dass in diesen Tagen anhand deines Wortes, dass wir erkennen werden, wie gut es ist, dass du da bist, dass es dich gibt. Und dass, wie gut es ist, dass du eine jede von uns, einen jeden von uns auch zu deinen Kindern machen willst. Dass du uns Leben neu machen willst. Bitte segne uns, bewahre uns auch in der Nacht. Segne die Gespräche, die wir miteinander haben werden, die Begegnungen. Wir danken dir für dich und für uns und für deine Liebe. In Jesu Namen. Amen. Ja, Gott hat Jakob nicht aufgegeben und er gibt uns auch nicht auf. Ist doch wunderbar, gell? Und es ist mir so neu klar geworden, wie du das gesagt hast, nur, dass als Jakob in seiner alten Art, in seinem alten Wesen gehandelt hat, wird er Jakob genannt. Und als der neue Mensch wird er Israel, dieser Gottesstreiter genannt. Und dass eigentlich beide Persönlichkeiten in dieser einen Person zusammenkommen. Und ich denke, das erleben wir als gläubige Menschen auch. Dass der alte und der neue Mensch irgendwo aneinander gekettet sind. Und es gibt eine ganz schöne Parabel, da fragt jemand, wer gewinnt denn jetzt? Wenn der Hund an den Adler gebunden ist, der Hund, der immer im Dreck rumwühlt und der Adler, der eigentlich fliegen will, der neue Mensch. Und dann ist die Antwort, der, den du fütterst, der gewinnt. Und mir fiel noch diese Stelle aus dem Römerbrief ein, wo Paulus eben genau diesen Konflikt aufgreift, den eben der Jakob und wir alle in uns haben, wo er sagt im Vers 24, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? Und dann diese vollkommen andere Dimension, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Und da heißt, Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich nun mit dem Verstand dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. Und dann das neue Kapitel, das achte Kapitel im Vers 1. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Allein seine Gnade genügt. Das soll unser Schlusslied sein. Ich geb dir mein
Ja, in der Gewissheit, dass Gottes Gnade genügt, wünsche ich uns allen miteinander eine richtig gute Nacht. Wir haben, glaube ich, ganz viel mitgenommen, wo wir noch drüber nachdenken können, was wir noch nachlesen können. Vielen, vielen Dank. Nur einen ganz herzlichen Abschied und eine gute Nacht auch für die, die uns im Livestream gefolgt sind. Morgen Abend herzliche Einladung zur Fortsetzung mit Andreas Schäfer. Und für uns, die wir hier sind, auf uns wartet noch ein kulinarisches Angebot vorne im Bistro und später eine gute Nacht. Gott segne euch.